So, herzlich willkommen zurück zu Risen 2 Dark Waters. Wir sind immer noch auf dem Weg ins Archiv und mal sehen, ob wir hier irgendwie hineinkommen. Ich habe hier 100 Genehmigungen. Willst du mich bestechen? Tja, das kannst du sehen, wie du willst. Dann ist das wohl versuchte Bestechung eines Protektors. Im Archiv gibt's Bücher darüber. Dicke Bücher. Heißt das, du willst mein Gold nicht? Ich habe ein paar der Bücher gelesen. Wenn das rauskommt, werden sie schlimme Dinge mit mir anstellen. Wirklich schlimme Dinge. Oh, schlimme Dinge. Lass mich rein, oder ich hau dir aufs Maul. Nur zu, du darfst auch gern den ersten Schlag machen. Da bist du an den Falschen geraten. Ja, Kumpel, ist nicht so dein Tag, oder? Schon gut. Geh einfach weiter. Dann wollen wir uns hier mal umsehen. Von Meister Godin. Nicht uninteressant. Nicht uninteressant, deswegen legt das ja auch direkt wieder weg. So, da steht was. Corrientes sucht den Feuertempel. Mitten im Dschungel. Ah, da gibt es eine Bucht. Die Bucht von Maracay. Aha, Koordinaten. Na, warte, Garcia. Ich komme zu dir. Juhu. Die Quest haben wir also abgeschlossen. Ha, völlig veraltet. Nicht mehr lange und es zerfällt zu Staub. Schade, die Tür kriegen wir nicht auf. Die Schrift ist kaum noch zu entziffern. Oder doch? Checken wir unser Inventar. Hier haben wir wieder 5. Na gut, da haben wir schon einen Ring. Ah, schade. Sieht nicht so aus, als hätten wir irgendwie genug. Nee. Okay, dann Wurst. Na, hier ist noch eine Kiste, die wir aufknacken können. Eine Seelenkette. Okay, so. Haben wir also diese Mission auch erfüllt. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal in den Ratsraum. Mal gucken, ob uns da nicht auch noch irgendwer was Brauchbares an Informationen liefern kann. So wie es aussieht, nicht. Zu schwierig. Eine verschlossene Tür. Nee, hier gibt's anscheinend nichts, aber wir können jetzt hier erstmal aufsteigen. Was haben wir denn jetzt für einen Rang? 65 fehlen uns leider immer noch 10.
Moment! Was auch immer es ist, es muss warten. Ziehen wir erstmal weiter. Wir brauchen im Übrigen immer noch einen Schmied. Bin wieder dabei. Denn wir haben ja noch eine hübsche Waffe, die wir zusammenbauen müssen. Nein, im Moment ist es schlecht. Wobei ich aber glaube, dass es hier keinen gibt. Jetzt ziehen wir erstmal wieder unser schickes Gewand an. Und dann machen wir uns jetzt mal hier einen Überblick. Bucht von Maracay, das wäre der nächste Zielort. Gehen wir nochmal fix zu Mauregato. Wenn der nichts mehr hat, dann ziehen wir mal los und bauen uns wahrscheinlich unsere Waffe zusammen. Ich habe keine Zeit. Gut, hat nichts mehr zu vermelden. Dann ist es mir auch egal. Stillgestanden! Gab es hier einen Schmied? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß jetzt, wo Garcia steckt. Er ist Corrientes zur Bucht von Maracay gefolgt. Dann darfst du keine Zeit verschwenden. Schnapp dir den Mistkerl, bevor er Corrientes in den Rücken fällt. Gut, gut. On the way. Rührt euch! Hast du mir hier nichts? Wir gehen also jetzt wieder auf unser Schiff. Dann fahren wir einfach mal nach Tacarigua oder so. Und gehen da zum Schmied. Weil wir müssen wahrscheinlich schmieden können, um die Waffe bauen zu können. Aber dann können wir das eigentlich direkt verwenden, das Teil. Ich weiß jetzt, wo Garcia steckt. Wo? Er ist Corrientes zur Bucht von Maracay gefolgt. Also da treibt sich der Schweinehund rum. Wir können jederzeit dorthin segeln. Das Schiff ist bereit. Es wird Zeit. So, da müssen wir dann gleich hin, Bucht von Maracay. Aber wir gehen zuerst mal nach Tacarigua. Ja, zwischen Sequenz hin oder her. Wir am Feuer auch gerade uns noch den Proviant zusammenkochen. Ich bin noch nicht... Ah nein, wir sind noch nicht gut genug. Klingen 6 brauchen wir dafür, okay. Gucken, ob wir das nicht irgendwie ausbilden können. Vorher gehen wir mal schnell zum Händler und verkaufen mal ein paar Sachen. Was haben wir denn für einen Wert? Klingen 5. Das ist natürlich jetzt ganz, ganz doof. Hätte ich eben mal doch in das andere investieren sollen. Ich brauche mehr Rum. Also können wir es jetzt erstmal leider nicht zusammenbauen. Aber ist ja nicht so weiter schlimm. Seelenkette. Achso, das ist das Teil. Ja, das brauchen wir nicht. Ich brauche... Das nehmen wir auf jeden Fall hier mal jetzt alles mit. Und dann geht's auf in die Bucht von Maracay. Kugeln haben wir auch noch genug.
sind eigentlich ganz gut gerüstet. Mal gespannt, was für Abenteuer uns da erwarten. Ja, da sehe ich schon mal rechts ein versunkenes Schiff. So, wir sind also angekommen. Sieht schick aus. Garcia ist eine Sache. Aber wie finde ich seinen Schatz? Am besten, du verschaffst dir erstmal einen Überblick und durchsuchst sein Schiff. Er ist Piratenkapitän, also hat er dort vielleicht irgendwelche Notizen. Sieh dich einfach mal um. Mach ich. Komm mit. Ei! So, ich würde jetzt mal vorschlagen, wir nehmen unsere kleine Freundin hier mal mit. Da ist sie endlich. Die Bucht von Maracay. Ich bin gespannt, wie weit die Expedition bereits vorgedrungen ist. Siehst du? Dort steht ein Empfangskomitee für uns bereit. Lass uns zu ihnen gehen. Oh, Freunde. Was wollt ihr denn? Du hast Glück gehabt, dass wir dein Schiff nicht direkt versenkt haben, Pirat. Wenn ich dieses Schiff nicht schon einmal gesehen hätte... Lege es jetzt auf dem Grund des Meeres. Ich bin nicht euer Feind. Das glaube ich auch nicht. Sonst stünden wir jetzt nicht hier. Wir können momentan jede Hilfe gebrauchen, die wir kriegen können. Warum überrascht mich das nicht? Was ist passiert? Vor einigen Tagen sind wir von diesem Dreckskerl Garcia angegriffen worden. Er hat unser Schiff versenkt. Aber wir konnten ihn in die Flucht schlagen. Ihr gehört offensichtlich nicht zu ihm. Also warum seid ihr hier? Wie es aussieht, haben wir denselben Feind. Wir sind auf der Suche nach Garcia. Gut, ich verstehe. Vielleicht können wir uns ja gegenseitig unterstützen. Ich vermute, dass Garcia in einer anderen Bucht vor Anker gegangen ist. Wenn du mehr erfahren willst, musst du mit Kommandant Corrientes sprechen. Er ist mit einem Teil unserer Expedition in den Dschungel aufgebrochen. Was hat Corrientes vor? Wir wissen, dass es hier ein verstecktes Tal geben soll, in dem sich der Feuertempel befindet. Genaueres können wir allerdings nur durch die Eingeborenen hier erfahren. Kommandant Corrientes wollte Kontakt mit ihnen aufnehmen und ist diesem Weg in den Süden gefolgt. Wir haben jedoch seit Tagen nichts mehr von ihnen gehört. Also, wenn du sie finden solltest, lass es mich wissen. Hört sich ziemlich gefährlich an. Ist es auch. Aber ich kann dir ein paar Tricks mit dem Degen zeigen. Wie habt ihr Garcia in die Flucht geschlagen? Das kann dir besser unser Kanonier Marcos erzählen. Es ist schließlich sein Verdienst. Kann ich mich bei euch ausrüsten? Naja, viel haben wir nicht mehr. Du siehst ja die Sauerei unten am Strand. Rede mal mit Mercutio. Er verwaltet die Sachen, die wir retten konnten. Du findest ihn im Tempel. Hast du eine Karte dieser Region? Nein, leider nicht. Aber Kommandant Corrientes hat eine Karte aus den Archiven von Caldera mitgenommen. Du kannst ihn danach fragen, wenn du ihn findest. Unterricht? Was soll ich dir... Okay, wir haben also wieder einen neuen Verbündeten im Kampf gegen den bösen, wie heißt er denn? Garcia, so. Sehen wir uns mal weiter um. Was gibt's hier unten? Nyx und hier... Auch nix. Okay. Zeit ist leider schon wieder um in diesem Part. Ich werde natürlich gleich wieder einen neuen starten, weil wir natürlich erfahren möchten, was hier so los ist. Bis gleich. Was? Wie kommst du hier rein?